Wir wären auch hier gleich schon bei einer Stunde angekommen, wegen Kleidung wechseln. Ach komm, 51 Minuten sollte reichen. Wechseln wir jetzt hier. Die Kleidung. Einfach mal so. Denn wir sind bestimmt Das wird jetzt immer wieder mal. komplizierter. Solange sich Damien auf die Festplatte konzentriert, kann ich Nicky finden. Er wird Fehler machen. Ich kenne ihn. Ich muss Geduld haben. Und als erstes brauche ich Bedbug. Wir sind nämlich bestimmt wieder mal ein bisschen länger unterwegs. Von daher wechsle ich jetzt schon mal die Kleidung. So. Super nice. Wieder mal schön in weiß unterwegs. Hammer geil. Ich habe die Nachrichten gelesen. Da stand was über eine Verfolgung am Parker Square. Sah mir ganz nach Hayden Pierce aus. Bist du bei Nikki? Natürlich. Wir haben es zusammen gelesen und ich habe ihr deine ganzen Moves verraten. Sie war ziemlich aufgeregt. Sie kennt dich wohl nicht so wie ich. Lass mich mit dir reden. Na, na. Die IP-Adresse. Ja. Da ist etwas in Rossi Fremont. Eine Art kleiner Server, versteckt hinter einer verschlossenen Tür. Und eine Armee Gangster. Jetzt weißt du, warum ich deine Hilfe brauche. Hast du einen Eingang gefunden? Ich arbeite dran. Lass mich mit Nikki reden. Na, war das denn so schlimm? Aiden. Hey. Es wird langsam. Es ist bald vorbei. Was läuft denn hier? Der Kerl redet, als wärt ihr zwei Freunde. Wir sind keine Freunde. Nicht mehr. Nikki, glaub ihm. Sei in Gefahr, sei nicht. Besorgt, dass er deine Geheimnisse verrät? Ich habe keine Geheimnisse. Ernsthaft, Aiden? Erwartest du, dass ich das glaube? Ich bin deine Schwester. Sollte meine Schwester es mir nicht etwas leichter machen? Bitte? Ach so, weil dein Freund mich festhält, soll ich es dir etwas leichter machen? Also, es klingt schlimmer, wenn du es so sagst. Oh, habe ich dir wehgetan? Ich vergesse immer, wie sensibel du bist. Na, am Wasser. Du kennst mich. Der Spaß ist vorbei. Ich hoffe, du hast einen guten Plan. Nikki übrigens auch. Wie komme ich denn jetzt hier wieder vom Highway weg hier? Was ist denn hier los hier? Ich will hier weg. Ich will wieder hier runter. Ist ein bisschen scheiße jetzt hier, dass ich hier drauf bin. Alter, ich ramme auch alles mit, ne? Ich nehme alles mit. Ah, guck mal, da geht's nach oben. Alter. Guck mal hier. Kein Terrorist. Chicagos CTOS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Übernehmen. So viel dazu. Wie geht das jetzt hier vonstatten? Da ist ein Lift. Komme ich aber nicht dahin. Das schaut doch mal sehr gut aus. Da hätte ich doch schon eine kleine Idee. Was macht er hier? Nerd. Was? Also. Der geht gut ab. Der Kollege, der geht gut ab. Naja. Soll er seinen Spaß haben? So, damit wären wir schon mal da oben. So, Lift, bitte nach oben. Okay. Jetzt bitte nach oben. Und jetzt hier bitte rüber. Danke dafür. Perfekt. Jetzt zack und zack und zack. Ja, supi. So, dann die Kamera einfach usen hier. So, entriegeln. Dann bitte da rein. Machen. Lalala. Und nun bin ich jetzt hier drin. Und was bringt mir das? Achso, da. Gut. Der nächste Turm. Hammergeiler Scheiß. Super. Joa. Ich würde sagen, dass ich einfach mal mich auf der Karte umschaue. Wir müssen dahin. Da ist die nächste Mission. Auf dem Weg sehe ich jetzt nicht so wirklich etwas direkt.
was wir mal ganz schnell flockig machen können. Von daher einfach die nächste Mission markieren. Komme ich jetzt hier am besten wieder runter? Einfach den hier, so, so. Und dann so. Los, komme ich jetzt. Oh, doch, ich komme hier raus. Kann ich ja nicht einfach hochjumpen? Ah, ich muss wirklich jetzt erstmal runterholen. Oh, er hat gesagt runterholen. Oh ja. Das habe ich wohl. Jetzt wieder hoch. Und dann hier rüber hüppeln. Ja, läuft doch gut. Ist doch kein Problem. Ey. Alles easy peasy, lemon squeezy like hier. Suppi. Kann man jetzt hier noch irgendwie wem hacken? Oh, was war denn das gerade? Ach, guck mal. Wieder mal ein bisschen Money gemacht. Ist ja wunderschön. So. Dann gleich mal dahin düsen. Wer weiß, vielleicht ist ja noch hier gleich ein Verbrechen am Start. Wäre natürlich sehr, sehr, sehr geil. Wie schaut es eigentlich aus mit Skillpunkte? Können wir eigentlich noch mal skillen? Oh, wir haben schon 6 verfügbare Skillpunkte. Wir können auf jeden Fall was skillen. Und zwar skillen wir als nächstes mal Transformatoren. Was ist das? Das ist geil. Verstärkungsrufe deaktivieren. Naja. Dampfleitung. Das ist nett. Das ist sehr schön. Aber wir gucken uns einfach mal noch ein bisschen weiter um. Kampf, hergestelltes, fahren. Ich würde sagen, ich skill einfach mal diese Dampfleitung. Das ist sehr nice, würde ich sagen. So, dann könnten wir noch das skillen. Oder? Ah ja, doch. Ich will das haben. So, damit hätten wir schon mal wieder was Schönes geskillt. Einmal während wir fahren, neues Teil. Und einmal während wir am Rumbölzen sind, können wir die Gegner schön ausschalten damit. So ein Teil. Sehr schön. Und ein Verbrechen ist hier nicht am Start. Das schon mal gebildet. Dieses Dampfrohr. Alter, what the fuck. Extrem fett. What the fuck. Geiler Scheiß auf jeden Fall. Was ist denn das? Was ist das? Sehenswürdigkeit. Newbie. Ich bin aber kein Noob. Na komm, fortfahren. Mach weg den Scheiß. Sehenswürdigkeiten, aha. Interessant. Sorry. Aber die hat überlebt. Wir haben nämlich hier nicht irgendwas gekriegt von wegen Zivilist erledigt oder so. Oh, hacken, guck mal. Noch wem hacken irgendwie? Die da vorne vielleicht? Kurz nochmal. Ah, guck mal. So, ein bisschen wieder Money gemacht. Sehr nice. Und Mission starten. Mit Bedbug gehe ich ein Risiko ein, aber ich halte ihn für das perfekte Ziel. Er hat nicht viel, aber viel zu verlieren. Leicht einzuschüchtern. Ambitioniert, aber faul. Okay, erst sein Zuhause. Dann das Handy anzapfen. Und alles aufnehmen, was er sagt. Okay, verschaffen Sie sich Zutritt zu Bedbugs Wohnung. Hat Telefon als gestohlen gemeldet. Erstmal hacken. Okay, what the fuck, Alter? Das ist ein Riesenteil. Leck mich fett. Wie komme ich denn da nach unten? Ah, Moment. So, hier. Das ist richtig. Der fährt dann nach unten, so, zack. Dann kommt er nach oben, zack. Und, ja. Da brauche ich aber noch einen oben. Was passiert denn, wenn ich den jetzt aktiviere? Okay, keine Zeit läuft ab. Das ist schon mal sehr geil.
Aha. Okay, jetzt habe ich den da unten. Jetzt habe ich den da oben. Alter. Hm. Ah. So. Das hier, dann das hier. So. Moment. Okay. So. Super. Du hast gesagt, du fährst mich zum Flohmarkt. Also was hast du denn schon zu tun, was so wichtig wäre? Arbeit, Grandma, Arbeit. Du hast einen Job? Warum sagst du so das nicht? So ist das nicht, Grandma. Ach, verstehe. Ist kein Job für Tyrone. Ist ein Job für Madbook. Ach, bitte, Grandma. Madbook bedeutet noch nicht mal was. Doch, tut es. Das heißt, ich bin Player. Ein was? Ein Bedbug kommt bei jeder Frau ins Bett. Das ist widerlich. Ach, so hab ich dich aber nicht erzogen. Ja, bin auf dem Weg. Ich muss jetzt los, Grandma. Hab dich lieb. Ja, ich hab dich auch lieb. Obwohl du so ein Idiot bist. Alter, die Oma ist fett. Hammergeil. Du Dreck am Stecken hast. Geht alles gut. Wirst du es nicht kommen sehen. Jetzt müssen wir hier den Kollegen beschatten. Auf Assassin's Creed like. Der fährt jetzt weg, ne? Ja, war mir klar. Cool, yeah, wie Rock'n'Roll. Warum macht der Rock das? Willst du ein Dorf kontrollieren? Dann komm als Freund. Sag ihnen, alle außerhalb ihrer Mauern sind Gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand krumm kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, Bi. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt. Stimmt, aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal, ehrlich. Wenn du aufsteigen willst. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Iraq hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Scheiße, B, nicht so laut! Oh, fuck, hier ist bald Sperrgebiet. Mann, erwarten die Stress? Sieht aus, als ob Iraq hier alles dicht macht. Was sind wir? Babysitter? Soldaten, Bruder. Weißt du noch, als Fly und seine Jungs verschwunden sind? Sie sind zu weit gegangen. Und Iraq hat sie selbst erledigt. Ich weiß das, weil ich beim Vergraben geholfen habe. Mann, sag das doch nicht so laut, B. Du weißt, dein Cousin hat Schiss, dass der Mist auf ihn zurückfällt. Ich sag, was ich will. Was? Bist du etwa auch so ein Schisser? Nur wenn ich mit dir zu tun habe, Mann. Da. Damit kann ich ihn erpressen. Wenn Iraq davon Wind bekommt, dann wird Bedbug auf einer Müllkippe landen. Okay. Sehr schön. Danke, Mann. Pass auf dich auf. Wie immer, B. Kommt der jetzt her? Nein, nicht heute. Na. Der kommt nicht. Das wird er so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich sehe es so. Die wollen's nicht. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, deine zu blasen. Mann, du bist irre. Du hast das Recht, kein Körperschwein, Hacker. So, meine lieben Freunde, da wäre ich auch schon wieder. Irgendwie ist gerade das Game einfach mal abgestürzt. Kein Plan, warum. Das tut verdammt weh.
Aber ich bin ja back. Hammergeil. So. Okay, schnell hier rüber. Kein Ding. So. Hat noch nie gevögelt. Und vor seine Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex-Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Und du? Wie schaut's hiermit aus? Oh, okay. Big B im Anmarsch. Was geht, Wies? Kann ich mal zu Lil Juice? Ja, yeah, du kannst. Allein. Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann. Lass runter. Yep. Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club Irak nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen habe, werde ich dich nicht vergessen. Okay, gut. So. Wo ist denn eigentlich der Kollege hin? Ich habe hier doch gerade jemanden erledigt. Wo ist denn der Typ hin? Na, soll mir recht sein. So, dann versuche ich mir mal den Typen hier zu krallen. Ich kann die gerade irgendwie hacken. Keine Ahnung. Naja. Nee, egal. Hey. Alter. Boah. Puh. Meine Fresse. Okay, hier ist scheinbar alles safe. Da ist ein Typ. Kann ich den hacken? Ne. Brauche ich auch nicht. Den mach ich so nieder. So. Du mich auch, Kollege. Du mich auch. So, was geht hier? Alter. Rabbit, was geht? Ich hab was Interessantes für dich. Vertrau mir. Dann erzähl mal. Nicht hier, B. Treffen wir uns. Hast du Cash dabei? Immer. Warum? Na, das wird dich was kosten. Das ist es wert. Ehrlich. Das werden wir ja sehen. Ich wollte ihn eigentlich gerade gar nicht ablenken, aber hey. Scheiß mal drauf. Verdammt, was geht ab? Nichts, die spielen nur. Ja, das sehe ich. Ihr sollt aber verfickt nochmal aufpassen. Das sollt ihr eigentlich tun. Soll ich Irak anrufen und ihm sagen, dass ihr Idioten vielleicht jemanden reingelassen habt? Da ist aber keiner rein, B. Die ganze Crew ist draußen, ist alles dicht. Wer besser? Wer besser? Das wollte ich jetzt gerade ohne Scheiß sogar machen. Einfach die ganze Zeit den Typen folgen mit den ganzen Kameras. Zielperson geht gleich verloren. Nix da. Oder habe ich ihn? Okay. Sprich. Hey, ich will 500 für die Info. Was verdammt weißt du, dass so viel wert sein soll? Weil du nicht mehr viel Zeit hast, wenn du mich nicht bezahlst, B. Versuchst du mir zu drohen? Aber nicht mit mir, Mann. Glaubst du, dass Irak nichts davon erfährt? Was stimmt nicht mit dir, Mann? Ach, Mann. Irak? Im Ernst? Irak ist ein verficktes Problem. Okay. Erzähl mir, was du weißt. Hoffe, das ist es wert. Ist ganz simpel. Die werden dich runter zu den Bricks rufen und da wirst du dann umgelegt. Das ist doch scheiße, Mann! Wow! Hey, was machst du denn, Mann? Okay, cool. Rabbit will Irak beklauen. Wenn ihr das Feind seht, knallt ihn ab. Dann raus, Wies. Ihr macht das. Rabbit anrufen. Komme ich jetzt hier raus aus dieser Scheißkamera? Achso, ich soll den da anrufen, toll. Ist ja richtig Premium, wie ich hier das alles mache. So. Wer bist du? Der Typ, der deinen Arsch gerettet hat. Ich kann noch mehr tun, wenn du kooperierst. Wo sind die Briggs? Okay, bring mich erstmal hier raus, dann sag ich's dir. Okay, pass gut auf.
klappt nicht. Achso, ich soll den jetzt führen. Okay, das wird ja wunderbar, ey. Da fail ich bestimmt mehrmals. Wo muss ich hin? Den muss ich da hinbringen. Boah, leck mir am Arsch. Arsch. Bewegung. Okay. Komm. Alter, der dreht sich doch gerade um. Boah. Das nimmt kein gutes Ende. Bist du ein Motherfucker-Lacker? Haben die was bemerkt? Kannst du den ausschalten? Diesen Scheiß-Kerlburg werde ich umlegen. Kann man den irgendwie killen? Na. Ich glaube, die Posi, in der ich jetzt gerade bin, ist ein bisschen suboptimal. Alter. Ich will nicht sterben, Mann. Kann ich den nicht einfach befehligen? Ey, schalt den jetzt aus, irgendwie. Bewegung. Beweg dich mal wieder dahin. Macht ja keinen Sinn. Okay, jetzt. Scheiße, Mann. Los, los. Und dahin? Alter Vater. Moment. Ich kann hier nirgendwo rüberklettern, ey. Das ist ja mal richtig supi. Ich will nicht sterben, Mann. ADF jetzt. Ich will die andere Kamera wieder benutzen. Was ist denn das für ein Scheiß? Yes, was passiert, wenn ich sage. Oh nein. Nein, leider. Schnell. Scheißkerlburg werde ich umlegen. Okay. So, wie schaut's hier aus? Okay, rein theoretischerweise könnte ich mir gut vorstellen, dass das klappen kann. Aber Moment, ich muss mal kurz mal auf den Kollegen hier konzentrieren. Warte mal. Den muss ich umdrehen. Alter, ich hasse so einen Scheiß. Das ist doch scheiße, Mann. Okay, los. Einfach mal, just for the lulz, einfach mal den dahin bewegen. Ja, klappt. Soweit. Alles gut. Das nimmt kein gutes Ende. Das ist jetzt richtig mies. Wegen den einen Kollegen. Alter, wo ist der eine Typ? Okay, der sieht ihn nicht. Das ist so behindert gerade, ohne Witz. Warte mal. Das nimmt kein gutes Ende. Los, los. Okay. Kopf runter. Vorwärts. Alter. Los, schnell. Sterben, Mann. Beweg dich. Move your fucking ass. Hier raus jetzt hier. Hui, hui, hui. Ich hab's geschafft. Rede. Also Iraq schickt Bad Bug zu den Breaks, um ihn zu erledigen. Hey, das ist eine verdammte Hinrichtung. Und er wird seine härtesten Jungs darauf ansetzen, das sage ich dir. Iraq will Bedbug töten lassen? Ja, Mann. Wenn er sich nicht durchsetzt, ist er erledigt. Aber du kennst Bug, Mann. Komm schon, Mann. Er hat nicht die leiseste Chance. Ich wollte den Dummhaus nur warnen. Wo findet das statt? Jenna Brick Factory. The Bricks. Und jetzt machst du, was du gesagt hast. Nimm die 500 und verlass die Stadt. Rede nicht drüber. Hey, kein Ding. Versprochen. Okay, jetzt muss ich noch hier raus. Ja, das wird ja wieder funny. Okay, sind gleich hier ein paar Mongos am Start? Nicht gut. Wenn er getötet wird, verliere ich meinen Zugang zu Rossi Fremont. Oh, ist ja kein Problem, ey. Ich bin ja hier gleich schon wieder raus, ey. Ist ja total easy peasy. Guck dir das doch mal an, ey. Ist ja kein Problem, ja. Sehr schön. Super nice. Recken wir mal die ganzen Leute hier noch auf dem Weg. Jawohl, den hacken wir auch noch. Moment. Ah, okay, react. Da ist auch noch was zum Hacken. Hey, wie war das Hack. Telefon doch gleich? Sowas sagt man doch nicht am Telefon. Jemand. Ohne Scheiß? Ja, dabei hasse ich Sport. Sie hat mich da hingeschleppt, weil ihre Kinder hin wollten. Da bin ich einmal im Stadion, zack, geht das Licht aus und plötzlich fängt irgendwer an zu schießen. Eine Schießerei? Krasser Gangscheiß. Fuck. Dieses Fußvolk bedeutet Iraq nicht viel. Aber eine Gang kann sich keine Schwachstellen leisten. Das habe ich schon oft gesehen. Wenn die nicht liefern, dann werden sie kalt gemacht. Aber wenn Bedbug überlebt, zeigt, dass er es drauf hat, wahrt Iraq nicht nur sein Gesicht, er wird ihn umarmen.
mit ihm angeben. Oha, Hecken. So. Das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Einfach mal alle hacken. Gutes Timing. Dein Schatz Maurice jammert mich ständig voll. Er meint, du verstehst alles falsch. Er meint, er wäre reingelegt worden. Jammer, buh. Hey, darf ich ihm ein paar Löcher in die Kniescheibe machen? Nein, darfst du nicht. Du bist so berechenbar. Ob ich dir nochmal einen Gefallen tue? Apropos. Du brauchst einen Gefallen. Ich lege einen Hinterhalt. Und du musst mir Sprengstoff besorgen. Kriegst du das hin? Ich kann alles. Will ich es machen, lautet die Frage. Oh, warte, ja. Weißt du was, das passt super. Ja, ich sammle nur noch schnell die Jungs ein und treffe dich dann da.